Hallihallo, der zweite Lockdown. Ich trinke noch immer Kaffee, aber heute gibt es mal ein Video über eine Erstanlagenprüfung nach DIN VDE 0100 Teil 600. Und was für eine Anlage es ist, bekommt ihr jetzt einen kurzen Einspieler. Heute schauen wir uns mal eine Anlage, die ihr wohl in eurer Prüfung oder eine ähnliche aufbaut. Diese Anlage ist für ein Schwimmbad und in diesem Schwimmbad soll eine Beleuchtung sein und eine Lüfterschaltung, damit im Schwimmbad eine gute Belüftung ist. Die Lüfterschaltung ist eine Dalander-Schaltung, das heißt, es gibt eine hohe Drehzahl und eine niedrige Drehzahl. Und wenn diese Anlage erbaut ist, muss man sie als erstes durchprüfen, das heißt die Erstprüfung nach DIN 0100 Teil 600. Okay, nach dem Einspieler wisst ihr jetzt, um was für eine Anlage es sich handelt. Und am Ende des Videos zeige ich euch, was ihr beim Besichtigen machen müsst. Erstmal, das Besichtigen muss, sofern zutreffend, mindestens folgende Überprüfungen umfassen. Die erste Überprüfung, die ihr bei der Sichtprüfung machen müsst, sind die Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag. Das bedeutet, auf eurem Prüfungsbrett oder an eurem Prüfungsbrett müsst ihr genau schauen, ob die Basisisolierung und der Basisschutz vorhanden ist, damit kein direktes Berühren stattfinden kann. Als nächstes müsst ihr schauen, ob es Brandschutzabschottungen, Brandschutzvorkehrungen gibt. Bei euch am Prüfungsbrett bestimmt nicht. Deshalb kann man das beiseite legen, aber ihr sollt ja auch für die Praxis lernen. Deshalb achtet drauf, Brandschutz ist auch bei der Sichtprüfung notwendig. Als nächstes müsst ihr Auswahl der Kabel, Leitungen und Stromschienen hinsichtlich Strombelastbarkeit und Spannungsfall prüfen. Das macht ihr auch durch eine Spannungsfallmessung später. Aber die Strombelastbarkeit, da müsst ihr schauen, dass ihr 1,5, 2,5 verlegt habt. Als nächstes müsst ihr schauen, dass ihr, wenn ihr mehrere Schutzorgane in Reihe geschaltet habt, die Selektivität eingehalten habt. Beim Motorschutzschalter solltet ihr darauf achten, dass der richtige Nennstrom des Motors eingestellt ist. Das habt ihr zu überprüfen bei der Sichtprüfung. Überspannungsschutzeinrichtungen werden sehr oft in Hausinstallationen installiert. Da müsst ihr natürlich auch darauf achten, wenn sie verlangt sind, dass sie richtig ausgewählt und angeordnet sind. Bei euch bei der Prüfung gehe ich von aus, fällt es weg, aber es soll ja auch euch helfen in der Praxis. Trenn- und Schaltgeräte. Dazu zählt wieder der Motorschutzschalter, solltet ihr darauf achten. RCD gehört dazu und natürlich irgendwelche Schalter. Denkt immer dran, Schalter können manchmal nur bis 10 Ampere belastet werden und sehr oft ist da nur eine 16 Ampere Sicherung vor. Ist manchmal fragwürdig. Hier steht, dass ihr aufpassen müsst bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse. Das ist natürlich immer dieser Spritzschutz, Wasserschutz, dass dort immer dieser IP-Schutz vorhanden ist. Da habt ihr auch drauf zu achten. Wichtig ist auch ordnungsgemäße Kennzeichnung von Neutral- und Schutzleiter. Das macht man natürlich über die Farben. Ihr müsst darauf aufpassen, dass ihr bei eurer Steuerung die richtigen Farben wählt.
dass der Neutralleiter blau ist und der Schutzleiter grün-gelb. Schaltungsunterlagen sind immer wichtig. Denkt dran, die müssen mit abgegeben werden. Eure Steuerpläne und, und. Warnhinweise, Schilder, alles muss richtig ordnungsgemäß beschrieben sein. Meistens müsst ihr darauf achten, beim Notaus, ob es wirklich ein Notaus ist oder nur ein Nothalt. Das muss beschriftet sein. Denkt dran an die Beschriftungen, auch dass die vorhanden sind. Eure Stromkreise müssen gekennzeichnet sein, eure Schalter müssen gekennzeichnet sein. Wenn ihr euch bei dieser Anlage mal die Reinklemmschiene anschaut, wurde zumindest L1, L2, L3 bezeichnet. Sonst sind nur Nummern dran. Man könnte sich überlegen, ob man eine schönere Bezeichnung wählt. Denkt dran, Doppelbelegungen dürfen sein, wenn sie nicht sein dürfen bei Betriebsmitteln, bei Sicherungen, bei Schützen, dann müsst ihr Twin-Hülsen verwenden. Denkt bitte dran, schaut bei der Sichtprüfung drauf, dass ihr keine Doppelbelegungen habt, wenn sie nicht erlaubt sind. Habt ihr überall die Schutzleiter angeschlossen, nicht angeschlossen, zum Beispiel in Schalterdosen? Das sind nicht die Schalterdosen, die ihr kennt, die ihr Unterputz, sondern die von Eaton, die Aufputz sind. Die sind schutzisoliert und deshalb dürfen da die Schutzleiter nicht angeschlossen werden. Sie müssen aber drinnen liegen. All das solltet ihr nochmal überprüfen. Ist das ordnungsgemäß? Zugang zu den elektrischen Betriebsmitteln müsst ihr in der Praxis darauf achten. Bei eurer Prüfung, das Brett ist frei, jeder kann dazu hingehen. Aber ihr habt natürlich bei einer Sichtprüfung zu schauen, dass Türen sich öffnen lassen, wenn da Betriebsmittel hinter sind und, und. Schaut nach, aber bei euch in der Prüfung, das Brett hängt im Schraubstock. Elektromagnetische Störungen habt ihr auch nicht meistens in eurer Prüfung, habt ihr aber in der Praxis auch zu überprüfen. Immer mehr EDV, immer mehr WLAN, immer mehr empfindliche Übertragungsmedien und deshalb elektromagnetische Störungen habt ihr zu überprüfen, ob eure Anlage dagegen geschützt ist oder keine elektromagnetische Störung aussendet. Da kommen wir zu einem Punkt, die Motoren sind ja nicht angeschlossen, die Reinlämme ist das Ende, da müssten Motoren angeschlossen werden. Motoren haben Körper, Körper sind leitfähige Gehäuse von Betriebsmitteln. Schaut, dass die geerdet sind, weil man kann sie berühren und im Falle eines Fehlers sollte entsprechend Maßnahmen durchgeführt werden. Erdungsanlage über Schutzleiter, bitte. Ja, es gibt Schienen, es gibt mehrere Dinge, die ihr verwenden könnt. Bei eurer Prüfung ist meistens Einzeladern verwendet und NYM im Mantel. Schaut, dass ihr die richtige Wahl getroffen habt. Das ist auch ein Kriterium bei der Sichtprüfung. Und last but not least, denkt bitte dran, es gibt besondere Räume und da gibt es auch wieder besondere Anforderungen. Installationszonen, zum Beispiel in Badezimmern und, ist jetzt bei eurem Prüfungsbrett auch nicht relevant. Aber das gehört alles zur Besichtigung. Am Ende meines Videos
weise ich euch eben kurz bei eurer Prüfungsanlage auf die Besichtigung hin. Fangen wir jetzt mal an mit der Messung. Als erstes steht hier Erproben und Messen. Nachdem ihr besichtigt habt, könnt ihr euch mal durchlesen, was dort steht. Okay, als erstes steht, dass man die Durchgängigkeit der Leiter prüfen soll. Und damit ist gemeint, dass ihr die Durchgängigkeit der Leiter prüft. Euer Messgerät muss auf Allow. Es gibt noch andere Messgeräte, die haben hier hinten ein W noch. Soll euch nicht irritieren. Stellt euer Messgerät auf Allow. Was ihr für eine Durchgängigkeit messen müsst, ist der Schutzleiter, Schutzpotentialausgleich und die Durchgängigkeit der Körper zur Erdungsanlage. Früher hat man gesagt, immer kleiner ein Ohm. Jetzt sollte man schauen, welchen Querschnitt hat man verwendet. 1,5, 2,5, 4 und da gilt pro Meter eine Angabe, wie viel Milliohm der die Durchgängigkeit haben sollte. Merkt euch, bei der Durchgängigkeitsmessung bitte einen ganz, ganz kleinen Widerstand messen. Ich zeige euch eben kurz einen Einspieler von der Prüfungsanlage, wie ich dort Allow gemessen habe. Okay, als erstes steht immer an, dass ihr den Schutzleiter durchmesst. Das heißt, dass der Schutzleiter eine Durchgängigkeit hat. Hat er keine Durchgängigkeit, ist er gebrochen und somit ist die Schutzmaßnahme nicht mehr gegeben, dass die Anlage automatisch im Fehlerfall abschaltet. Und deshalb prüft man als erstes die Durchgängigkeit des Schutzleiters. Dazu gibt es ein Messgerät. Dieses Messgerät ist von Gosen Metrawatt, das Profitest. Und wenn man es einschaltet, geht der Display an und ihr seht schon, ich habe Allow an diesem Rad eingestellt. Und Allow heißt Durchgängigkeit des Schutzleiters. Jetzt kann man einmal Allow messen, indem man ohne Durchgängigkeit misst. Und man drückt einmal drauf und man sieht, das Messgerät sagt euch, der Widerstand ist größer 99,9 Ohm, aber er sollte kleiner 1 Ohm sein. Jetzt machen wir genau nochmal die gleiche Messung, halten zusammen und dann müsste eine Durchgängigkeit gegeben sein. Und ihr seht, das Messgerät zeigt euch eine Durchgängigkeit von 0,04 Ohm. Das kann man einmal kurz testen, ob das Messgerät das Richtige anzeigt. Bei solch einem Prüfungsbrett habt ihr immer den fünfpoligen CE-Stecker. Dafür müsst ihr euch einmal PE am CE-Stecker suchen. Das ist meistens da, wo die Nase ist. Ich habe hier schon mal die Beleuchtung aufgeschraubt, da ist ein PE, ich halte es am PE fest, teste einmal und ihr seht, das Messergebnis sagt mir 0,31 und damit ist die Durchgängigkeit zumindest für die Beleuchtung gegeben und alle anderen Teile solltet ihr auch durchmessen, wenn ihr genug Zeit habt. Was bei diesen Prüfungsbrettern ist, es gibt natürlich eine doppelte verstärkte Isolierung und das ist hier die Schutzmaßnahme. Aber man müsste gucken, bei Steckdosen etc. sollte man die Durchgängigkeit des Schutzleiters. Das ist natürlich bei den Motoren und die Motoren sind einmal, oder der Motor, die langsame Drehzahl ist an 1, 2, 3 angeschlossen und 4, 5, 6 ist die schnelle Drehzahl des Motors. Da könnt ihr auch noch einmal prüfen, aber es müsste eigentlich gleich sein, weil die Schiene den Erdungswiderstand gibt, aber nichtsdestotrotz, wir messen einmal die Durchgängigkeit, weil dort muss ja die Durchgängigkeit gegeben sein und ihr seht, das Messergebnis mit 0,06 ist gut. Jetzt noch für die schnelle Drehzahl einmal und wir zu erwarten das gleiche Ergebnis. Als nächstes schreibt die DIN-Norm vor, dass ihr den Isolationswiderstand messt.
Der Isolationswiderstand ist zu messen, indem ihr erstmal bei dem Messgerät auf RISO stellt. Wichtig ist, ihr solltet immer eine Messspannung 500 Volt haben, DC, Gleichspannung, damit keine induktiven Widerstände auftreten. Und es gibt Ausnahmen, da dürft ihr auch auf 250 Volt Messspannung gehen. Diese Ausnahmen solltet ihr euch nochmal angucken. Aber 500 Volt DC ist normal. Wo müsst ihr messen? Ihr müsst messen zwischen PE und allen aktiven Leitern. Denkt dran, N ist ein aktiver Leiter, der PEN-Leiter zählt nicht zu den aktiven Leitern. Und wenn es möglich ist, nach der neuen Norm, müsst ihr auch zwischen allen aktiven Leitern den Isolationswiderstand messen. Bei eurer Prüfungsanlage ist es so, dass ihr einen 5-poligen CE-Stecker verwendet. Somit ist die Auftrennung zwischen N und PE schon erfolgt. Wenn nicht, müsst ihr bei der Auftrennungs-PEN zu PE und N einmal die Verbindung lösen. Sonst würdet ihr zwischen N und PE einen zu niedrigen Isolationswiderstand messen. Das ist bei eurer Prüfung nicht notwendig. Wie gesagt, ihr habt ja einen 5-poligen CE-Stecker. Sobald ihr die Außenleiter durch Schutzkontakte, durch Schutzorgane, durch Schütze, durch Hauptkontakte unterbrecht, müsst ihr immer wieder bis zur Unterbrechung und hinter der Unterbrechung messen. Weil sonst würdet ihr ja nicht eine Berührung hinter der Unterbrechung feststellen. Der einfachste Weg ist, alle Schalter zuschalten. Damit habt ihr die Unterbrechung raus. Bei den Schützen könnt ihr eine mechanische Betätigung durchführen. Das seht ihr auch gleich in meinem Einspieler. Wichtig ist, wenn ihr es nicht könnt, und das habe ich mal in dem Einspieler gemacht, dann muss man vor der Unterbrechung und hinter der Unterbrechung messen. Denkt dran, der Messwert muss größer 1 Meg oben sein. Jetzt genau andersrum als bei der ersten Messung, bei der Durchgängigkeit. Jetzt muss der Widerstand so groß wie möglich sein. Ich habe euch wieder einen Einspieler für ein Prüfungsbrett. Dann misst man als nächstes den Isolationswiderstand. Das heißt, ob eine recht hohe Isolation, jetzt geht es nämlich genau andersrum, der Isolationswiderstand muss nicht niedrig sein, sondern sehr, sehr, sehr hoch. Und es darf keine leitende Verbindung zwischen dem Schutzleiter und dem aktiven Leiter sein. Und es dürfen keine leitenden Verbindungen zwischen allen aktiven Leiter untereinander sein. Wie man das misst? Man nimmt das Messgerät, stellt es jetzt auf RISO. Jetzt muss man genau wissen, wenn man misst, hat man hier an diesen beiden Messspannen 500 Volt. Das ist eine gefährliche Spannung. Deshalb sollte man aufpassen und natürlich bei der Messung schauen, dass keiner in dieser Anlage die Finger drin hat, sonst könnte es unangenehm werden. Wenn man diese Messung machen möchte, kann man an diesen Motorabgängen die Messung machen. Dafür muss man aber alle offenen Schalter schließen, das heißt für die Motorschutzschalter, die müssen eingeschaltet werden. Der RCD muss eingeschaltet werden, die Steuerspannung sollte man rauslassen. Hier sitzen nämlich LEDs und eventuell könnte man die mit dieser Prüfspannung zerstören. Meistens ist es auch nur in der Prüfung so, dass man den Hauptstromkreis misst. Wenn man diese drinnen hat, ist das Problem, dass das Schütz Q1 nicht angezogen hat und das Schütz Q2 nicht angezogen. Am besten schaut man im Schaltplan, welche Schütze sind für was zuständig. Und man sieht, man muss Q2 schließen, damit im Hauptstromkreis ihr auch an den Motoren messt. Da ist Q2. Und somit müsstet ihr Q2 schließen. Das kann man einmal mit einem Schraubendreher, den man nimmt. Und hier ist eine mechanische Auslösung. Den muss man nach links drücken. Und dann wäre auch
wären die Hauptkontakte geschlossen und man müsste messen. Wenn ihr keine Hilfe habt, dann müsst ihr zweimal messen. Ich sage euch, wie man es zweimal misst. Bis jetzt ist die Durchgängigkeit über das RCD, über den Motorschutzschalter gegeben und somit können wir vor dem Schütz an den drei Hauptkontakten messen. Und das mache ich mal. Ich nehme hier PE. Vorher habe ich ja gemessen, ob eine Durchgängigkeit gegeben ist. Dann gehe ich an meinen ersten Hauptkontakt, drücke einmal und ich sehe, es ist höher als 5 MΩ. 500 MΩ. Beim nächsten gehe ich auch drauf, messe das gleiche Ergebnis. Beim nächsten gehe ich auch drauf, messe und auch gut. Da ich jetzt bis vorm Schütz gemessen habe, muss ich jetzt auch noch hinterm Schütz messen. Das kann ich jetzt an den Abgängen machen. Deshalb gehe ich hier einmal drauf, messe, drücke kräftig rein, damit ich auch Kontakt habe, gehe wieder drauf, messe, gehe wieder drauf, messe. Und für den ersten Hauptstromkreis habe ich gezeigt, dass der Isolationswiderstand in Ordnung ist. Jetzt nehme ich den zweiten Hauptstromkreis, das ist Q2. Das heißt, ich gehe vor Q2, messe, messe, oh, gehe wieder auf die Abgänge, messe nochmal. Und bis jetzt habe ich gemessen, dass der Schutzleiter gegen die drei Außenleiter einen hohen Isolationswiderstand hat. Das heißt nicht berühren, sich berühren messen. Das ist Q3. Das mache ich auch nochmal. Und jetzt nochmal dahinter. Q3, habe ich mich gerade vertan, ist für die schnelle Drehzahl, Q1 ist für die Leuchten. Was ich jetzt gemessen habe, ist der Isolationswiderstand zwischen allen drei Außenleitern und PE. Ich muss jetzt noch, weil N ein aktiver Leiter ist, zu den aktiven Leitern zählt, auch zwischen PE und N. Normalerweise gibt es immer eine Verbindung zwischen PE und N, weil es einen PEN-Leiter gibt, aber da wir in dieser Prüfung einen fünfpoligen Stecker haben, gibt es die Verbindung nicht mehr. Und somit kann ich jetzt auch den Isolationswiderstand messen. Und das mache ich jetzt mal zwischen N und PE. Und da gehe ich hier drauf und nehme den N hier. Und nehme den N. Und da sie alle über eine Schiene verbunden sind, habe ich auch alle Ns gemessen. Jetzt muss ich noch die aktiven Leiter untereinander messen. Das heißt, ich gehe wieder vors Schütz.
Ich gehe wieder hinter Schütz und messe jetzt alle aktiven Leiter gegeneinander. Und jetzt messe ich noch N und alle Außenleiter gegeneinander. Das mache ich auch noch bei allen Schützen. Vor und dahinter. Und wenn ich das alles durchgemessen habe, habe ich den Isolationswiderstand aufgenommen. C und D ist bei eurer Anlage, hoffe ich, nicht vorhanden. Ich behaupte es mal. Wenn ja, müsst ihr das natürlich auch prüfen. Jetzt geht ihr weiter mit Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung. Was jetzt wichtig ist, als nächstes muss ich schauen, dass die Spannungspolarität stimmt. Das mache ich meistens durch eine Sichtprüfung und schaue, ob wirklich die Außenleiter geschaltet werden, geschützt sind und nicht N. Die dürfen nur geschaltet werden. Wenn ich die Spannungspolarität kurz überprüft habe, dann darf ich die Anlage einschalten.